Der Titel dieses Vortrags heißt Hingabe und Mitgefühl, die zwei Säulen des Tores zum Erwachen. In den Belehrungen wird oft von den zwei Säulen des Eingangstores zur Befreiung und Erleuchtung gesprochen. Diese zwei Qualitäten von Herz und Geist, die dieses Eingangstor bilden oder tragen, sind vertrauensvolle Hingabe und großes Mitgefühl oder Bodhicitta. Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Arten und Weisen, in denen sich unser Herz und unser Geist öffnet, um innere Transformation möglich zu machen. Vielleicht könnte man sagen, vertrauensvolle Hingabe ist eine Art der Öffnung in oder für sich selbst, und Liebe und Mitgefühl ist eine Art der Öffnung gegenüber außen, gegenüber den anderen. Wenn eine der Öffnungen verstopft ist, kann der innere Prozess der Transformation oder des Gehens auf dem Weg des Erwachens nicht stattfinden oder jedenfalls weniger fließend. Wenn wir aber in beiden Richtungen durchlässig sind, dann kommen die spirituellen Energien, könnte man vielleicht sagen, des Erkennens und Verstehens und des großzügigen, aktiven Mitgefühls und Helfens in Fluss. Vielleicht vergleichbar mit einer Glühbirne, um die zum Leuchten zu bringen, muss sie mit zwei elektrischen Drähten verbunden sein, einem Pluspol und einem Minuspol. Wenn bei einem der beiden ein Wackelkontakt vorhanden ist, wird der Strom nicht fließen und die Glühbirne wird nicht leuchten. Wenn der Strom aber ungehindert fließt, wird die Lampe aufleuchten. Tsongnyi Rinpoche schreibt, tiefe Hingabe und großes Mitgefühl sind die besten Mittel zur Verwirklichung der Erleuchtung. Zuerst möchte ich über vertrauensvolle Hingabe sprechen. Zuerst möchte ich betonen, dass damit nicht irgendeine Art von Vertrauen und von Hingabe gemeint ist. Nicht Urvertrauen oder Gottvertrauen oder Selbstvertrauen oder vielleicht Vertrauen in unseren Verstand, auch nicht blindes Vertrauen, auch nicht Selbsthingabe oder Hingabe an Genuss oder Hingabe an eine Ideologie. Vielmehr geht es um so etwas wie rechte Hingabe oder angemessene, hilfreiche, weise Hingabe. Es sind ganz bestimmte richtig verstandene Aspekte von Hingabe, die für unsere Praxis von großer Bedeutung sind. Richtig verstandene und angewandte Hingabe ist sogar eine der wesentlichsten Qualitäten einer wirkungsvollen spirituellen Praxis. Was ist also diese rechte Hingabe? Die folgenden Worte können uns ein Gefühl dafür geben. Vielleicht so etwas wie intensives Interesse, Dringlichkeit, Ergriffenheit, vielleicht auch Inspiration oder inspiriert sein. Die Frage ist aber, wofür? Intensives Interesse für was oder an was? Hingabe an was? Ein Blick auf die Bedeutung von rechtem Vertrauen kann da helfen. Im Zusammenhang mit der sogenannten Zufluchtnahme, über die Katrin schon mehrmals gesprochen hat, sehen wir, um was es bei rechtem Vertrauen geht. Rechtes oder richtig verstandenes Vertrauen wird definiert als Vertrauen in Buddha, Dharma und Sangha. Allerdings nicht in einem religiösen Sinn, nicht als Glaubensbekenntnis. Vielmehr bedeutet es Vertrauen in das, was uns hilft, mit dem Dasein in Einklang zu kommen.
ist das, was Herz und Geist zu befreien vermag. Als erstes ist dies die Qualität des Erwachens, des Aufwachens aus der Täuschung, des Aufwachens aus dem endlosen Verlorensein in unseren Gedanken, Gefühlen, Geschichten und Dramen. Und Erwachtsein heißt Buddha, wörtlich, das ist, was dieses Wort bedeutet, jemand, der erwacht ist. Als zweites ist das Erkennen und Verstehen der Wirklichkeit des Lebens, so wie es tatsächlich ist, seinen Gesetzmäßigkeiten und seiner wahren Natur. Also Vertrauen in die Wirklichkeit und in jene Lehren, Mittel und Methoden, die uns helfen, klar zu sehen und uns zu befreien. Vertrauen in Dharma. Als drittes ist es Vertrauen in jene, die vor uns auf dem Weg gegangen sind, und eine sicht- und erkennbare innere Entwicklung oder Wandlung verwirklicht haben, also nicht nur in ihren Vorträgen sichtbar, sondern zumindest ein Stück weit auch in ihrem Verhalten, in ihrem alltäglichen Verhalten. Dieses Vertrauen ist Vertrauen in Sangha. Es ist genau diese Definition von rechtem Vertrauen, die auch für rechte Hingabe zutrifft. Hingabe an das Erwachen. Hingabe an eine Praxis, die befreit und verbindet. Katrin hat eine Illustration erwähnt, die ihr indischer Yogalehrer Dr. Jayadeva als Beispiel gab für Hingabe. Man stelle sich eine geneigte Fläche vor, die aber nicht glatt ist, sondern allerlei Unebenheiten und Rillen und Mulden und Erhöhungen hat. Wenn man oben eine Kugel hinlegt, oder so vielleicht, wird diese stecken bleiben. Sie wird nur langsam nach unten rollen zum Ziel, weil sie aufgehalten wird von diesen Hindernissen sozusagen. Je stärker aber die Fläche nach unten geneigt ist, desto schneller wird die Kugel nach unten rollen ans Ziel. Rechte Hingabe entspricht der Neigung dieser Fläche. Je stärker die Neigung, beziehungsweise je stärker die Hingabe, desto wirkungsvoller wird unsere Praxis, desto eher erreichen wir unsere Ziele. In Bezug auf das Wohin mit unserer Hingabe, gibt es interessante Hinweise aus verschiedenen buddhistischen Traditionen. Im tibetischen Vajrayana ist ein wichtiger Aspekt der Praxis das sogenannte Guru-Yoga, die Hingabe an den Lehrer, die Lehrerin. Und das folgendermaßen zu verstehen. In dieser Tradition beginnt man nach Jahren der Praxis und nach Jahren des Überprüfens und Beobachtens des eigenen Lehrers oder der eigenen Lehrerin, sich für eine Person zu entscheiden, die man sozusagen in seinem Innern zur Guru oder zum Guru erhebt. Dabei beginnt man von diesem Punkt an, diese Lehrerin, diesen Lehrer als vollständig erleuchteten Buddha oder als vollständig erleuchtete Tara vielleicht zu sehen. Man übt sich darin, diese Person jenseits aller Zweifel als Buddha zu erleben und erfahren. Die Problematik, die dadurch entstehen kann und die es hier im Westen oft auch tut, ist unschwer zu erkennen. Blinder Glaube, Abhängigkeit, oder gar Hörigkeit und Fundamentalismus oder manchmal auch romantische, naive Verehrung oder Vergötterung sind immer wieder auftretende Irrwege, auf denen man selbst intelligente Menschen finden kann. Aber ich glaube, darüber brauche ich nicht mehr zu sagen. Ich möchte es einfach erwähnt haben. Interessant ist natürlich vielmehr die beabsichtigte, positive Auswirkung dieser Praxis. Indem man sich darin schult, Guru und Buddha als eins zu sehen,
entsteht eine völlig andere Beziehung, als ob eine Art psychischer Kanal sich geöffnet hätte. In der Tradition spricht man von Segenswellen, die durch diesen Kanal fließen. Ich möchte nun nicht versuchen, euch zu überreden, diese Praxis anzufangen, aber eine winzige Kostprobe davon, was die Überzeugung, in der Gegenwart Buddhas zu sein, bewirken kann, zeigt vielleicht die folgende Übung. Das ist eine Übung, die Jack Kornfield ab und zu anleitet. Wenn ihr für einen Moment die Augen schließen würdet zur Meditation, stellt euch eine schwierige Situation vor, die ihr kennt, in der ihr schon wart, vielleicht einmalig oder wiederkehrende schwierige Situation. Stellt euch vor, wo ihr seid, was die Umgebung ist. Seid ihr mit jemandem zusammen oder vielleicht allein? Schaut, wie ihr euch fühlt. Auch wie der Körper sich anfühlt. Es klopft, jemand tritt ein. Es ist Buddha. Oder vielleicht Maria oder Jesus oder Tara oder ein Engel, ein weißes Wesen. Er, sie erkennt eure Situation und bietet an, Platz zu tauschen mit euch, Rolle zu tauschen. Ihr tauscht Platz, zieht euch ein bisschen zurück und schaut zu. Wie verhält sich diese Person, dieses weise Wesen? Was sagt sie oder was sagt er? Was tut sie? Was tut er? Was tut er nicht? Was tut sie nicht? Wie fühlt sich ihr Körper an? Wie fühlt sich sein Körper an? Und falls noch andere Menschen in dieser Situation dabei sind, wie reagieren diese Menschen? Die vereinbarte Zeit dieses Austauschs neigt sich dem Ende zu. Ihr tauscht wieder Platz. Und zum Abschied sagt dieses Wesen, diese Person, ein paar hilfreiche, unterstützende Worte. Vielleicht überreicht sie euch etwas, ein Symbol oder was immer. Und ihr verabschiedet euch. In der Präsenz des Buddha, in der Präsenz eines erleuchteten Wesens zu sein, kann uns recht tiefgründig berühren und beeinflussen. Besonders wenn wir diese Präsenz konsequent praktizieren. In dieser vorhin erwähnten Praxis des Guru-Yoga, der Hingabe an den oder die Guru, wird die Praxis dann folgendermaßen weiterentwickelt. Nachdem man große Wertschätzung für diese Präsenz von Guru und Buddha entwickelt hat, beginnt man sich selber als Guru und Buddha wahrzunehmen. Und die Übung besteht nun darin, sich selbst wie ein erleuchteter Mensch zu benehmen, so zu handeln, so zu reagieren, wie das Buddha oder Maria oder Tara oder Jesus tun würde. Kann eine sehr machtvolle Praxis sein, wenn man sich mit echtem Bemühen und Hingabe daran macht. Braucht auch recht viel Mut, Vertrauen und Hingabe, um sich überhaupt da hineinzuwagen. Dabei entsteht auch mehr und mehr Vertrauen und Hingabe.
In der Theravada Vipassana Tradition ist die Praxis des Guru Yoga nicht bekannt. Es gibt aber viele Hinweise auf die Richtung, in der Hingabe gelenkt werden sollte. Im Theravada Pali Kanon wird eine Begebenheit geschildert, bei der ein Mönch und Schüler Buddhas den Erleuchteten voller Hingabe endlos betrachtete und bewunderte. Dabei, denke ich, muss man sich vorstellen, dass der Buddha ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein muss. Beeindruckend in seiner physischen Erscheinung sowohl als auch in seiner Art des Seins, seinem Wesen. Ich möchte hier aus Hesse Siddhartha lesen. Hesse versuchte, die Erscheinung des Buddha in Worte zu fassen. Der Buddha ging seines Weges bescheiden. Sein stilles Gesicht war weder fröhlich noch traurig. Es schien leise nach innen zu lächeln. So wandelte der Buddha, trug das Gewand und setzte den Fuß, gleich wie all seine Mönche. Aber sein Gesicht und sein Schritt, sein still gesenkter Blick, seine still herabhängende Hand und noch jeder Finger an seiner still herabhängenden Hand sprach Friede, sprach Vollkommenheit, suchte nicht, ahmte nicht nach, atmete sanft in einer unverwelklichen Ruhe, in einem unverwelklichen Licht, einem unantastbaren Frieden. So wandelte Gotama der Stadt entgegen, um Almosen zu sammeln. Und die beiden Mönche erkannten ihn einzig an der Vollkommenheit seiner Ruhe, an der Stille seiner Gestalt, in welcher kein Suchen, kein Wollen, kein Nachahmen, kein Bemühen zu erkennen war, nur Licht und Frieden. Dieser Mann, dieser Buddha, war wahrhaftig bis in die Gebärde seines letzten Fingers. Buddha wusste sicher um die Kraft seiner Präsenz und Ausstrahlung. Er beobachtete den bewundernden Mönch und wies ihn schließlich zurecht, sagte: Wenn du mich anschaust, siehst du nicht wirklich den Buddha. Wenn du Dharma, wenn du die Lehre von der Wirklichkeit siehst und wenn du Dharma verstehst, wenn du das Wesen der Wirklichkeit erkannt hast, siehst du wirklich den Buddha. Es geht also letztlich um Hingabe an die Praxis. Mein tibetischer Lehrer Geshe-Rabten, in dessen Tradition Guru-Hingabe ganz zentral gewesen war, sagte immer wieder zu uns: Wenn ihr wirklich echte Hingabe habt an euren Lehrer, dann müsst ihr wirklich hören, was er zu sagen hat und vor allem tatsächlich praktizieren, was er euch lehrt, mit großer Hingabe. Alles andere ist nutzlos. War ihm offensichtlich nicht wesentlich, dass man ihn verehrte, sondern dass man die Lehre, die er weitergab, auch wirklich anwenden würde. So sind wir wieder einmal dort, wo wir schon oft waren. Es ist klar, dass das Einzige, worauf es wirklich ankommt, unsere Praxis ist. No-Nonsense-Dharma. Es gibt kein Hokuspokus der Erleuchtung. Und ich denke, da waren auch all meine Lehrerinnen immer sehr klar. Es ist möglich, wir haben das Potenzial, das unendlich groß ist, und wir brauchen Hingabe, um das wirklich zu erkennen, verwirklichen. Eine Zwischenfrage: Wie dringlich sollte diese Hingabe sein? Ein großer Yogi weilte am Ufer des Tsangpo-Flusses. Eines Tages besuchte ihn ein Mönchsnovize und warf sich vor ihm nieder und bat: O großer Lama, ich möchte von euch die Lehren des Buddha erhalten. Warum möchtest du das? Fragte der Yogi. Weil ich Erleuchtung erlangen will. Der Yogi fasste den jungen Mönch am Arm, schleifte ihn zum Fluss und drückte seinen Kopf unter Wasser. Als er den Jungen wieder auftauchen ließ, dieser das Wasser ausgespuckt und sich erholt hatte, fragte ihn der Lama: Was wolltest du am meisten, als ich dich unter Wasser hielt?
Luft, antwortete der Novize. Worauf der Yogi ihn mit dem folgenden Ratschlag fortschickte: Kehre zurück in dein Dorf und komm erst wieder zu mir zurück, wenn du Erleuchtung genauso willst, wie du vorhin Luft wolltest. Und eben, ich denke, es geht auch mit etwas weniger Dringlichkeit. Sonst wären diese Säle hier dünner besiedelt. Aber dennoch, Chan Master Sheng Yen, der im Frühling des letzten Jahres bei uns im Zentrum weilte, wurde in einem Interview gefragt, ob es für westliche Menschen tatsächlich auch möglich sei, Erleuchtung zu erlangen. Und er antwortete, dass Ost und West nicht das Entscheidende sei, sondern wie sehr jemand wirklich Erleuchtung wolle und sein Leben darauf ausgerichtet habe, dass das entscheidend sei. Also auch hier wieder eine Frage der Hingabe oder des Neigungswinkels der besagten Fläche. Als letzter Punkt hier die Frage: Wie macht man den Neigungswinkel steiler? Was gibt uns diese Schubkraft? Und wie entwickelt man Dharma-Hingabe? Es gibt viele Zugänge und wir tun es auch hier, indem wir praktizieren. Grundsätzlich kann man zwei Möglichkeiten unterscheiden, dies zu tun. Beide sind hilfreich, beide brauchen wir. Die eine ist die Betrachtung von Schwierigkeiten, von inneren Konflikten, von Schmerz und Leiden, denen wir ausgesetzt sind und von denen wir uns durch effektive Praxis mehr und mehr befreien können. Die Schwierigkeiten und die Möglichkeit, davon frei zu sein. Und die andere ist die Betrachtung von Glück, von Befreiung, von Freude und Verbundenheit, die durch wirkungsvolle Praxis erreichbar sind. Und Betrachtung über die Dinge, die uns inspirieren, die wir Inspiration holen können, wie das Anhören von Belehrungen, das Lesen von anspornenden Texten, das Zusammensein mit praktizierenden Menschen, auch das Besuchen von inspirierenden Orten, die uns zur Praxis inspirieren. All das kann unterstützend sein. Wahrnehmen und Anerkennen des Leidens in diesem Dasein, in uns selber und bei den anderen, bei allen Lebewesen. Und zwar nicht nur aus kurzer Überlegung, sondern als etwas, das wir uns immer wieder klar machen, so dass, wenn wir es sehen im Alltag und überall im Leben, dass es uns auch wirklich wieder erinnert. Es ist ein Leben, in dem außerordentlich viel Leiden da ist. Und manchmal denken wir, das ist ein Fehler und wenn wir es nur richtig hinkriegen, passiert es nie mehr. Es dauert schon eine Weile. Und es ist wichtig und hilfreich, dass wir uns das eingestehen, das Leiden in uns und das Leiden in vielen, in allen Lebewesen. Und hilfreich ist es, darüber nachzudenken, wie wertvoll unsere gegenwärtige Situation ist, die es uns möglich macht, sich vom Leiden zu befreien. Und auch darüber nachzudenken, wie zerbrechlich und vergänglich diese ideale Situation, die wir haben, wirklich ist. Und auch über Glück, Freude, Weisheit und Verbundenheit zu reflektieren, die wirklich praktizierenden Menschen und erwachten Menschen möglich ist und zu eigen ist. Es ist etwas von dem, was wir praktizieren können und worüber wir reflektieren können regelmäßig. Um diese eine Säule des Dharma-Tores, eben Hingabe, stark und fest zu machen. Wenn wir wirklich hinschauen in unsere Vipassana-Praxis, sehen wir auch, wie zerbrechlich die Dinge sind. Und wir sehen, wie viel Leiden da ist. Und wenn wir deutlicher und tiefer hinschauen, sehen wir auch, wie es entsteht. Oder anders gesagt, wie wir es kreieren. Und wir ahnen die Möglichkeit und sehen dann die Möglichkeit, dass wir es auch sein lassen könnten. Öfters und öfters. Und das inspiriert und das vertieft auch die Hingabe. Wenn es beginnt, Sinn zu machen und wenn es beginnt, uns wirklich zu berühren und zu verändern.
So viel zu Hingabe. Die andere Säule des Dharma-Tores ist großes Mitgefühl und Bodhicitta. Was Mitgefühl ist, wissen wir alle und haben es auch oft erfahren. Wenn ein Mensch, wenn ein Lebewesen Schmerz und Leiden erfährt und wir willens sind, für diesen Menschen und dieses Leiden da zu sein, wenn wir bereit sind, uns diesem Leiden zuzuwenden, dafür offen zu sein, dann entsteht Mitgefühl. Wenn es uns gelingt, dafür offen zu sein, entsteht Mitgefühl in uns ganz von selbst, ganz natürlich. Und dann tun wir, was wir können, um das Leid zu lindern, den Schmerz zu heilen. Mitgefühl ist also der ernsthafte Wunsch, die Lebewesen von jeglicher Art von Leiden zu befreien. Das ist eine heilsame und wunderbare Regung des Herzens und des Geistes. Der japanische Zen-Mönch Rokan drückt diesen Wunsch in einem Gedicht aus. Ach, wär doch meine Mönchsrobe weit genug, um all die leidenden Wesen in dieser treibenden Welt darin aufzunehmen. Mitgefühl. Bodhicitta nun. Bodhicitta ist ein Sanskritwort, das man vielleicht als Erleuchtungsgeist übersetzen müsste. Bodhicitta ist eine noch viel radikalere, viel umfassendere und viel engagiertere Haltung von Herz und Geist. Es ist der feste Entschluss in all unserem Tun und Sein, das Wohlergehen aller Lebewesen in den Mittelpunkt unseres Interesses und unseres Lebens zu stellen. Wie Shantideva sagt, möge ich in vielfacher Weise den Lebewesen von Nutzen sein, solange bis alle befreit sind. Es ist nicht so einfach für uns nachzuvollziehen, wie es sein muss für einen Menschen, der diesen Entschluss von Bodhicitta definitiv und unerschütterlich gefasst hat. Deshalb möchte ich einen Auszug aus einem Text des tibetischen Lamas Dayakyabkön Rinpoche lesen. Wie müsste das wohl sein, ein strahlendes Bewusstsein entfaltet zu haben, das allem, was lebt, in unendlicher Liebe zugewandt ist? Wie mag sich das anfühlen? Ein Denken ohne Ausgrenzungen, ohne Verurteilung, ohne Diskriminierung. Eine natürliche Seinsweise, die einzig und allein in dem Wunsch besteht, in angemessener Weise allen Unterstützung zu gewähren. Mit solchen Fragen, eben, wie müsste das wohl sein, solchen Fragen der Qualität von Bodhicitta, diesen Fragen nachzuspüren, dürfte am Anfang recht nützlich sein, findet er. Aber eins ist sicher, ganz gleich wie viel intellektuelles Wissen wir über Bodhicitta angehäuft haben, erst wenn wir unser Herz davon berühren lassen, können wir zu innerst davon ergriffen werden und ein beglückendes, bewusstseinsausweitendes, fast ehrfürchtiges Gefühl der Wertschätzung für die Großartigkeit des Bodhicitta-Gedankens entwickeln. Gelingt uns das nicht, dann werden wir darin nichts anderes zu sehen vermögen, als ein weit entferntes religiöses Ideal oder eine erschreckende moralische Forderung oder ein niederdrückendes buddhistisches Diktat. Und es ist interessant, dass er eben davon spricht, dass wenn man diesen fast unvorstellbaren Entschluss fasst, dass ein beglückendes, bewusstseinsausweitendes, fast ehrfürchtiges Gefühl entsteht. Nicht eine niederdrückende, schwere Last. Dayab Rinpoche fährt dann fort zu beschreiben, wie die Entwicklung von Bodhicitta vor sich geht bei jemandem, der kurz vor dem Ziel dieser Praxis steht. Und er spricht freundlicherweise von wir. Wenn wir unser Bewusstsein immer und immer wieder mit diesem herausragenden Gedanken vertraut machen, erfahren wir, wie er uns verändert, ausfüllt, mehr und mehr von uns Besitz ergreift. Wir fühlen unsere Fähigkeiten, unser Selbstvertrauen, unsere Kraft mehr und mehr anwachsen.
Wir finden uns dabei heiter, gelassen, entspannt, glücklich und zu allem bereit, was an Aufgaben auf uns zukommen mag. Und unsere innere Bereitschaft, die wir ausstrahlen, bewirkt dann tatsächlich, dass immer mehr auf uns zukommt. Aber es macht nichts, dafür sind wir ja dann schließlich da. Wenn dieser Veränderungsprozess immer weitergeht, kommt irgendwann der Moment, wo unser Bewusstsein kippt. In einer alle Grenzen überschreitenden Erfahrung, die sich jeder verbalen Beschreibung entzieht, wechselt es den Standpunkt und die Ausrichtung. Der Mittelpunkt all unserer bisherigen Aktivitäten war die Konzentration auf die Bedürfnisse und das Wohlergehen unseres Ego. Nach diesem Kipppunkt ist zwar das Ego mit all seinen Ansprüchen immer noch vorhanden, es wird aber praktisch entmachtet, da nun die Liebe als handlungsbestimmende Kraft stärker ist als alles andere. Die Sogwirkung der Egozentriertheit erlischt in einem einzigen Augenblick des absichtslosen, sich von selbst ereignenden Loslassens, und zwar restlos und für immer. Grenzenlose Liebe, unendliches Mitgefühl, müheloses Annehmen aller Wesen und natürliches Eingehen auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Nöte überfluten den Geist. In den Texten heißt es, die Qualitäten dieses strahlenden Bewusstseins seien millionenfach verstärkt im Vergleich zu allem, was vorher da war. Mit dieser Erfahrung ist Bodhicitta erlangt, ist ein Bodhisattva oder eine Bodhisattva geboren. Das ist eindrücklich. Und so fühlt sich offenbar Bodhicitta an, wenn sie voll entwickelt ist. Scheint dann auch offensichtlich, dass man mit einer solchen Innenhaltung bereits völlig frei ist. Auch wenn man die leidenschaffenden, unheilsamen Täuschungen und Emotionen, die Kilesa, noch längst nicht überwunden hat. Es spielt dann ganz einfach keine große Rolle mehr, wie es uns selbst geht, weil das Wohl aller so zentral geworden ist. So viel zur Inspiration, hoffentlich. Dann, nach diesem Ausflug, wollen wir wieder zurückkommen auf den Boden unserer eigenen Wirklichkeit. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns noch keine so großen Bodhisattvas sind, die Bodhicitta vollständig verwirklicht haben. Aber schon nur den Entschluss fassen, den Entschluss Bodhicitta entwickeln zu wollen, bedeutet einen großen Schritt in diese Richtung. Es wird gesagt, dass so wie selbst ein Splitter eines Diamanten die Qualitäten eines Diamanten hat und funkelt und leuchtet und strahlt, wenn er geschliffen wird, so haben auch die ersten, vielleicht noch zögerlichen Gedanken an Bodhicitta bereits etwas von der Leuchtkraft, welche die voll entwickelte Bodhicitta hat. Shantideva sagt, die Absicht, zum Wohle aller zu wirken, ist ein außerordentliches Juwel des Herzens. Und ihre Geburt, ihr Entstehen, ist ein einzigartiges Wunder. In Bezug auf die Praxis spricht man von zwei Aspekten von Bodhicitta, die Absicht und die Umsetzung. Die Absicht bezieht sich auf den Entschluss. Es ist ein Entschluss, den wir ein für alle Mal fassen, aber dann ständig, mehrmals täglich möglichst, erneuern müssten. Es ist nicht so hilfreich, das als Gelübde zu sehen, welches wir fassen, und wenn wir merken, dass wir nach einer halben Stunde es schon zum ersten Mal gebrochen haben, dass wir uns dann für den Rest des Lebens schuldig fühlen oder das Ganze gleich wieder aufgeben. Es ist vielmehr ein ständig erneuerter Entschluss, ohne ein ständiges vergleichendes und urteilendes Werten. Ebenso wie es Katrin auch am Morgen bei der Morgenmeditation erwähnt und anleitet. Wir immer wieder schauen, wie weit uns das überhaupt möglich ist, so zu denken, in diese Richtung uns zu bewegen innerlich. Für manche sind Verse hilfreich,
vielleicht ein Vers wie möge ich vollständige Erleuchtung erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Das sind Verse, die auch auf diesem Blatt stehen, das ich ausgeteilt habe. Das sind Verse, an diese wir uns dann erinnern, bei jeder möglichen Gelegenheit. Und wenn wir den Tag beginnen, wenn wir die Praxis beginnen oder was immer. In der tibetischen Tradition gibt es eine ganze Anzahl Meditationen oder Kontemplationen, die man systematisch und regelmäßig praktizieren kann, um diese wunderbare Geisteshaltung tatsächlich zu kultivieren. Es sind Kontemplationen oder Reflexionen wie das Nachdenken über die unhilfreichen negativen Auswirkungen des Egoismus oder der Selbstzentriertheit und die positiven Auswirkungen des Altruismus, also des Interesses an allen Lebewesen. Und allein die Kontemplation ist äußerst interessant. Es ist nämlich eine nicht sehr komplizierte Überlegung, die wir anstellen können. Aber sie wirkt, wenn wir sie immer wieder anstellen. Immer dann, wenn wir egoistisch handeln, selbstzentriert handeln, dann tun wir ja das, weil wir das Beste für uns wollen, weil wir Glück möchten, weil wir Zufriedenheit möchten, weil wir Erfüllung möchten und holen uns das, von dem wir glauben, dass wir es brauchen, um das zu erfahren. Weil das aber immer aus Verlangen ist und aus Festhalten und eben aus selbstzentrierter Haltung, bewirkt es nie wirklich das, was wir beabsichtigen. Weil, wie wir bereits erforscht haben und gesehen haben, die Haltung des Verlangens ist eher eine Haltung der inneren Armut. Immer, solange wir Dinge brauchen und wollen und suchen und holen, ist es ein Gefühl von nicht genug haben und noch mehr brauchen. Wenn wir die umgekehrte Haltung betrachten, die des Altruismus oder des Interesses an allen Lebewesen, dann geschieht genau das Umgekehrte. Vielleicht denken wir ja, wenn ich für alle mich um all die sorgen würde, dann würde ich alles verlieren, was ich brauche, dann müsste ich alles weggeben, dann würde mir alles fehlen. Dabei ist es aber diese Haltung der Offenheit und des Mitgefühls und der Großzügigkeit, die genau eine innere Erfahrung des Reichtums schafft. Weil immer, wenn wir in diesem Modus sind, haben wir genug, haben wir Dinge zu geben, sind wir verbunden, weil wir jetzt offen sind gegenüber den Lebewesen. Und wenn wir lange darüber nachdenken und das immer wieder anschauen, wird es offensichtlicher für uns, nachvollziehbarer für uns, dass eigentlich, wenn wir wirklich das möchten, was man sich egoistischerweise wünscht, dann ist Egoismus die schlechteste Methode, das zu erreichen. Und Altruismus ist die beste. Eine hilfreiche Überlegung und wow, die kann so einleuchten. Die ist sehr hilfreich, wenn wir wirklich sie immer wieder durchdenken und auch an Beispielen betrachten. Das bedeutet auch, dass wir in der Vipassana-Meditation immer wieder hinfühlen, wie es sich anfühlt, wenn Verlangen da ist, wovon Katrin gestern gesprochen hat. Und zum Beispiel, wie es sich anfühlt, wenn Großzügigkeit da ist, wenn Loslassen da ist, wenn Offenheit da ist, und zu schauen, wie sich das anfühlt. Und dann wird es spür- und sichtbarer, welche Haltung eigentlich genau das bringt, was wir uns wünschen. Hilfreich ist auch die Kontemplation über die innere Haltung, welche alle Lebewesen als gleichwertig erfährt. So spontan haben wir die wir mögen und die wir doof finden und die wir gar nicht mögen und der Rest ist uns gleichgültig. Und hier wird versucht, eine Haltung zu schaffen, die allen Lebewesen gleich nah ist. In der Metta-Meditation tun wir das, wenn wir sie länger praktizieren, tun wir das ebenfalls dadurch, dass wir liebevolle Güte für uns selber entwickeln, dann für jemanden, der uns sehr nah ist, den wir sehr gut mögen, dann für einen Freund, eine Bekannte, dann für eine Person, die uns gleichgültig ist und dann für eine schwierige Person und dann für alle Lebewesen. Und dadurch, dass wir all diese Kategorien von denen, die wir gut mögen, zu denen, die wir gar nicht mögen, einschließen und praktizieren,
entwickeln wir auch etwas von dieser Haltung, die alle Lebewesen als gleichwertig erfährt. Man kann sich an die Güte der Lebewesen erinnern oder darüber nachdenken, wie sehr wir abhängig sind von allen anderen. Also rein nur an einen Tag in diesem Retreat, wie viel Menschen beteiligt sind daran, dass wir hier sitzen können, dass wir diese Unterlagen haben, dass wir diese Kissen haben, dass wir diese Kleider haben, die wir tragen, dass es Kaffee gibt am Morgen oder Tee gibt. Das ist eine wahnsinnig lange Kette von Menschen, die daran beteiligt sind durch ihre Arbeit und Aufwand, bis das hier bei uns ist. Und vielleicht auch eine Wertschätzung dafür zu entwickeln, was da alles involviert ist und wie viele Lebewesen da beteiligt sind. Es gibt hilfreiche Kontemplationen über die Gleichheit zwischen sich und anderen, auch wieder etwas Offensichtliches, wo man sich überlegt, was man selber alles gern hat, so generell gesehen, und was man alles vermeiden möchte, und sich dann überlegt, nochmal genau gleich, wie das bei anderen Personen ist. Und oh, erstaunen Sie, man auch die möchten so ziemlich nicht genau dasselbe, es kann dann anstatt blau-grün sein, aber grundsätzlich dieselben Dinge, die wir auch möchten, um glücklich zu sein, und es sind dieselben Dinge, die Sie auch vermeiden möchten und gar nicht haben möchten. Auch eigentlich völlig offensichtlich, aber sich diese Überlegung immer wieder zu machen, ist sehr, hat sehr erstaunliche Wirkung, weil es uns dann plötzlich in lebensnahen Situationen in den Sinn kommt, nicht nur, wenn wir in der Meditation darüber nachdenken. Austausch von sich und anderen ist eine Methode, den Platz der anderen Person einnehmen, gerade in schwierigen Situationen. Viele hilfreiche Methoden, durch die wir Bodhicitta, zuerst mal Mitgefühl, dann großes Mitgefühl entwickeln können. Und der zweite Aspekt von Bodhicitta, die Umsetzung, bedeutet eben, dass wir uns üben, Tag ein, Tag aus, diese Haltung tatsächlich in unser Denken, Reden und Handeln umzusetzen. In der tibetischen Tradition bedeutet es auch, dass wir die sogenannten Paramita oder die Vervollkommnungen praktizieren. Das sind Qualitäten, die im Geist eines vollständig erleuchteten Menschen, Lebewesen, zur Blüte gelangt sind. Das sind Qualitäten wie Großzügigkeit, ethisches Verhalten, Geduld, enthusiastisches Bemühen, Meditation, befreiende Erkenntnis oder Weisheit und viele andere. Und ich möchte auch eine kurze Beschreibung dieser Vervollkommnungen vorlesen, aus einem sogenannten Lamrim-Text. Das ist einfach für mich noch einmal ein kleines Panorama der Eigenschaften und Qualitäten, die zu entwickeln sich außerordentlich lohnt. Hier wird über die 6 Paramitas gesprochen. Großzügigkeit. Zu geben, was wir haben, unseren Körper, unser Leben, unsere Zeit, unser Wissen und unsere Liebe, ohne Geber, Gabe oder Empfänger zu sehen, heißt jenseits von Begrenzung und Trennung zu sein. Ethisches Verhalten. So wie schöne Blumen viele Bienen anlocken, zieht ethisches Verhalten Lebewesen an und Buddhas an. Mögest du die Gleichheit allen Seins erkennen und die natürliche Harmonie des Verhaltens erfahren. Geduld oder geduldiges Annehmen können. Wie die große Erde daliegt, offen zu empfangen und zu geben, Sonne und Regen, Saat und Ernte und alles, was steht, kriecht und fliegt, annehmend, erlaubend und willens zu fühlen, möge das Tor deines Herzens nie mehr verschlossen sein. Zum enthusiastischen Bemühen steht: Mit dem steten Gang des großen Elefanten, mit dem unbeugsamen Mut der großen Kriegerin, mit der Begeisterung der großen Liebenden, mögest du mit Freude lernen, wachsen und dienen.
zur Meditation, wie der König der Adler in den Lüften schwebt, majestätisch, gelassen, keine Spur hinterlassend. Möge dein Geist gesammelt und heiter sein, klar und still. Und zur befreienden Weisheit, da alle Dinge durch Ursache und Wirkung entstehen, können sie nicht anders als von Natur aus leer sein. Und genau weil sie leer sind in sich selbst, erscheinen sie nach dem Gesetz der Bedingtheit, die Einheit von Erscheinung und Leerheit erkennend, mögest du dich am Spiel des So-Seins erfreuen. Auch hier viele Möglichkeiten, diese Haltung und diese Qualitäten oder Paramita zu praktizieren, und ein Abendvortrag reicht natürlich nicht, um all das zu beschreiben. Aber wenn wir achtsames Gewahrsein üben, legen wir einen wichtigen Grundstein auf dem Weg des Erwachens. Achtsames Gewahrsein zum Zwecke des klaren Sehens und Erkennens. Wenn wir Geduld und Ausdauer üben, und das tun wir hier Tag aus, Tag ein, dann schaffen wir eine gute Grundlage für die Paramita von Geduld und auch die von Ausdauer. Und dadurch, dass wir liebevolle Güte kultivieren, bauen wir an der Metta-Paramita und lernen, unser Herz offen zu halten. Und wenn wir bereit sind, auch für schwierige Erfahrungen und für schmerzhafte Gefühle offen zu sein, wird unser Herz mehr und mehr mit echtem Mitgefühl reagieren. Zuerst für uns selber und dann mehr und mehr überall dort, wo wir mit Leiden in Berührung kommen. Ich möchte mit dem Entschluss der Bodhisattvas abschließen. Das ist der Entschluss von Bodhicitta. Entschluss des großen Mitgefühls. Er ist sehr radikal und sehr inspirierend, finde ich. Er könnte unter dem Motto stehen, Bodhicitta, das Unmögliche wagen. Die Lebewesen sind zahllos. Ich werde helfen, sie zu befreien. Die inneren Konflikte sind endlos. Ich werde sie alle beenden. Die möglichen Erkenntnisse sind unermesslich. Ich werde sie alle verwirklichen. Der Weg der Buddhas ist groß. Ich werde ihn bis zum Ende gehen. Und genau das wird uns gelingen, in dem Maße, wie wir das Dharma-Tor mit seinen zwei Säulen aufgebaut und gefestigt haben. Das Tor der vertrauensvollen Hingabe und des großen Mitgefühls.